Ja, herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Hani und Nani. Sie haben keinen Money. Ohne Beat macht's nicht so viel Spaß wie bei DKKG. Ich sage euch das. Ja, zurück zu Hanna und Marianne. What? Wieso kürzt man denn Marianne Nani ab? Ich wüsste jetzt auch sonst nicht, wie Nani ausgesprochen heißen könnte. Aber Marianne? Mari, sagt man in Bayern. Die Mari. Marianne, das kürzt man nicht ab. So, also Marianne und Hanna. Wer ist jetzt. Oh, warte mal, welche? Zwei, welche? Rot. Rot war Hanna? Nee. Scheiße. Jetzt habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Warten Sie mal. Da muss ich jetzt nochmal kurz nachgucken in den Kommentaren hier. Wo steht's? Wo steht's? Wo steht's? Aha, rot, rot. Warten Sie mal, dann Swagger. Nee, Geil, ihr habt so viele Kommentare geschrieben. Ich feiere euch einfach dafür. Das ist so lieb. Bibi Blocksberg hat's geschrieben. Honey ist rot. Nani ist blau. Das ist sehr geil. Also, Honey rot, Nani blau. I try to merken mir das. Und danke, Saskia, für diese Hanni und Hanna und Marianne Geschichte. Also, Hanni rot. Also Ach Gott. Hanni rot. Hanni rot. Okay. Wenn Bibi Blocksberg das sagt, dann muss das ja. Dann muss das stimmen. Also, Hanni rot, Marianne blau. Und wir sind jetzt auf dem Weg zurück zu. Ah, das ist unser. Was ist denn das denn hier? Hallo? Hallo? Was ist denn das? Upsi, ein Schachbrett. Hallo? What ist das? Schade, auf dem Schild da steht, dass Onkel Benito beim Einkaufen ist. Er war auch gerade noch da, Bruder. Okay, wir müssen mal zurück zur Koppel. Wie kommen wir denn da hin? Hier, da. Zurück zur Vielen Fahrerdings. Dank, Onkel Benito. Wir fahren jetzt gleich wieder zurück zu den Pferden. Gern. Ich habe mich gefreut, dich mal wieder zu sehen. Schön, dass wir uns kennengelernt haben, Hanni und Nani. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Wo ist er denn? Und vergesst nicht, den Pferden ein paar Äpfel und Mohrrüben mitzubringen. Ja. Die essen sie nämlich besonders gern. Dann könnt ihr euch schneller mit den Tieren anfreunden. Alter. Guter Tipp, das machen wir. Auf Wiedersehen und vielen, vielen Da ist Dank. er ja wieder. Jawohl. Einfach. Wups. Also zuerst müsst ihr die Pflegemittel aus dem Fahrradkorb holen Das und sie dann zu den Pferden heißt, bringen. du müsstest die Pflegemittel aus dem Fahrrad tappen, dann können wir das Namen machen. Ich komme tatsächlich eine ganze Zeit zum Bede und guck ich mal. Dann fährt es ein bisschen dreckig, ne? Ich muss gucken, dass es ein bisschen Wasser geben kann. Außerdem muss ich noch ein bisschen Pferde putzen, obwohl Pferde eigentlich schon dreckig sein können. Es sind ja auch draußen Tiere und draußen Tiere können heute mal ein bisschen dreckig werden. Hallo, mein Freund, ich bin Pferd. Ich bin keiner da. Hallo, keiner da. Ah, nee, warte mal, wir müssen die Sachen aufnehmen. Ah, nee, ich hab die ja dabei, oder? Hab ich die dabei? Was haben die für geile Fahrräder? Ja, also Onkel Benito war gerade schon scheißlustig. Also da muss ich schon sagen, der Typ, der hat Apparieren drauf. Wie ein Großmeister. Das ist mein Inventar. Ja. Hier, kriegt jetzt erstmal Wässerchen. Ah, ich muss es rausziehen, okay. Ich zieh's raus. So, ihr kriegt jetzt erstmal Wässerchen. Wie so eine Hi-Hat. Und sie gerade mit. Das Geräusch. Okay, ist es weg? Ja, ist es ist weg. Hufe kratzen. Guckt euch mal die Hufe an, die sind ja noch ganz dreckig. Alter, Hufe sind. Ist ja klar, wenn die da rumlaufen, dass sie ein bisschen dreckig sind. Ich meine, das ist jetzt auf der Weide. Also ihr könnt euch jetzt nicht beschweren, dass sie halt da rumstehen und ein bisschen dreckige Hufe haben. Sollen wir gleich Peter deswegen rufen Gut oder was? gemacht. Wer war das denn? Hallo? Hallo? Wer war das? Ist da irgendwo eine Frau, die sich hinter den Bäumen versteckt und uns beobachtet? Ist da irgendwo Lucinda Green, die aufpasst, was wir tun? Diese Hi-Hat macht mich wahnsinnig. Da Das will ich Fell ist gleich ein noch Beat staubig. basteln. Das kann mit der Kardätsche geputzt Das werden. kann mit der Kandaille geputzt werden. Erstmal Augenaufschlag. Warum machst du das nicht? Pferde müssen natürlich öfter geputzt werden. War wie?
Was? Was? Oh, jetzt habe ich gerade gewiehert wie ein Pferd, oder? Schon wieder. Verdammt! Okay, also Pferde müssen also öfter geputzt werden. Schreibt euch das mal hinter die Ohren. Nicht nur Pferde, sondern auch Menschen, meine Lieben, ja? Einmal am Wochenende, alles Wochenende reicht nicht. Ihr müsst euch auch ab und zu mal zwischendrin die Zehennägel und die Fingernägel schneiden lassen, ja? Und außerdem, ja, waschen. Hinter den Ohren, die Nase, die Füße, dass sie schon dann bitten, dass, also ihr merkt es ja, wenn ihr euch dann in die Badewanne setzt oder so, und dann schrubbt ihr ein bisschen eure Füße und der ganze schwarze, die ganze braune Erde, ne, die schon, ja, ihr lauft den ganzen Tag barfuß rum. Das habe ich gerade antizipiert. Ja, was heißt antizipiert? Schlagt's im Duden nach. Was ist ein Duden? Ja, frag mal deinen Deutschlehrer, ob er weiß, was antizipiert heißt, und dann soll er es dir erklären lassen. So, erklären lassen. Erklären. Oh, da lädt was. Oh, es lädt, Stock, ja, okay. Also, weiter geht's. Jetzt kämen wir natürlich die... Wo kämen wir denn hin? Würden wir nicht die Mähne kämen? Ach, kannst du mal... Gott! So, okay. Die Mähne muss schön durchgekämmt werden. Mhm. Ja, schön. Sie, Carlotta steht wieder nur nebenbei und macht sich so komische Gedanken. Ja, sie kämen... Übrigens putzt man ein Pferd nicht nur, damit es ein sauberes Fell hat. Das Putzen ist auch eine tolle Massage. Manche Pferde sind auch kitzelig. Sie macht mich, wenn sie mit ihrem Blick, sie hypnotisiert dann mit diesem Blick und dieser gekauten Stimme. Wie kann man denn so jemanden synchronisieren lassen? Sorry, aber was ist denn das? Ja. Okay, sind wir fertig? Die Pferde sind sauber. Hat was das jetzt wert? Leute, was das jetzt wert? Habt ihr keine Schule eigentlich oder warst du da so ein Ferien oder wie? Können wir uns jetzt mit dem Ufkratzer irgendwie ritzen oder so? Mehr kann Lotte. Spalte der da mit den Hufaller. So, was? Nee, ich kann nicht mehr anklickern. Okay. Pflegebuch. Geil. Pferdefarben, Körperbau. Kenne ich alles. Rist, Widerrist, Risse, Schwellfreibe, Schweif, Schwunggelenk, Fesselbeuer, Kronenrand, Röhrbein und so. Das kenne ich noch mal. Kenne ich auch alles. Kann ich auch alles. Als hätte ich noch nie ein Pferdespiel gespielt, wa? Die Zähmung, das heißt die Trense oder Kandare. Alter, jetzt habe ich gar keinen Bock auf das Gelaber. So, gut, dann wollen wir mal hier weitermachen. Es gibt bestimmt eine sehr interessante Geschichte, die von mir erkundet werden will. Wir wollten ja eigentlich zur Eisdiele, nicht wahr? Die Eisdiele ist zu. Was? Jetzt sind wir wohl ganz umsonst hierher gefahren. Ja, wird wohl nichts mit dem Eis. Los, dann fahren wir jetzt zu den Pferden. Onkel Benito hat doch gesagt, dass Pferde gerne Äpfel und Mohrrüben essen. Auf Lindenhof finden wir bestimmt was. Ihr könnt doch nicht einfach irgendwelche Pferde füttern. Und außerdem, lass uns das mal Revue passieren. Hier ist die Straße, ne? Wo sie offenbar jeden scheiß Tag lang fahren, weil da die Eisdiele ist und hier ihre Wohnung. Die müssen euch doch schon mal irgendwann... Also, ich meine, das ist ja offenbar eine Koppel, ja? Die müssen euch da schon mal aufgefallen sein. Oder ist euch halt einfach nur scheiß langweilig? Und denkt, hey, wir wissen gar nicht, was wir machen. So ein, oh, guck mal, das sind Pferde. Und was ist denn er? Er hat so einen scheiß Wohnwagen. Sorry, sag ich scheiß Wohnwagen? Ich meinte schäbig. Er hat seinen schäbigen Wohnwagen direkt neben der Koppel. Und ihm ist es noch nie aufgefallen, dass irgendwelche Pferde stehen. Vor allem, die sind doch da. Ah, mit Grund, die gehören doch jemandem. Mann! Na gut, also jetzt mal, wir gucken mal. Das ist ihr Internat, ne? Habe ich jetzt gelernt. Das sind Internatsschülerinnen und die wohnen hier auf dem Internat. Und die sind wohl auch ab und zu mal ein bisschen zickig und machen da böse Streiche. Ich habe erklärt, dass das Urpferd vor ca. 55 Millionen Jahren lebte. Was? Es ernährte sich hauptsächlich von Blättern und Früchten und lebte in dicht bewaldeten Gegenden. Ja. An den Vorderfüßen hatte es 4 Zehen und an den Hintergliedmaßen 3. Wie du. Eigentlich war es ganz anders als unsere heutigen Pferde. Und wisst ihr... Es war nur 25 bis 30 Zentimeter groß. Was? 25 bis 30 Zentimeter? Nee. Alter, wir sind in Dinosaurierzeitalter. Da war alles extrem groß. Ich habe Ark gespielt, ich weiß das. Laber mich nicht voll von 35 Zentimeter Urpferd. Was? Und wem hast du es erzählt? Wo ist überhaupt deine Klasse? Und wenn kein Unterricht ist, sondern Ferien, was machst du denn hier im Unterrichtsraum? Was ist denn mit dir?
Was ist denn das für ein Internat, Leute? Das ist die Küche. Oder Kiche, wie manche sagen. Heute gab es auf dem Markt viel frisches Obst und Gemüse. Ich habe auch Möhren für einen Eintopf eingekauft. Ihr esst doch so gerne Möhreneintopf. Niemand isst gerne Möhreneintopf. Das halte ich für die größte Lüge aller Zeiten. Das ist wie meine Mom, die jedes Mal, wenn ich am Wochenende oder sowas bei ihr vorbeikomme, nicht checkt, dass ich schon seit 1000 Jahren keinen Kaffee mag. Und sie mich jedes Mal trotzdem fragt. Ah, das ist typisch Eltern, typisch Mutter, typisch Großeltern, das ist genauso. Oh. Ja, komm, wir essen am Wochenende essen, das magst du doch so. Nein, Mutter, das mochte ich noch nie. Hä? Ja, aber hä? Ich dachte, das magst du total gern. Nein, das waren meine Geschwister. Ja, Hashtag mittleres Kind. Gut. So viel dazu. Also niemand mag Möhren. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Möhreneintopf haltet. Seid ihr Möhreneintopf pro oder Möhreneintopf contra? Ja. Generell das Wort Eintopf ist schon so eine Sache, da bei den meisten so, was, Eintopf? Ein Topf voller Spaghetti, das nehme ich. ja, oh Mann. Okay, wo sind denn diese besagten Karotten? Ich hätte die gerne mal mitgenommen. Kann ich die irgendwo? Wo sind die? Kann ich die haben? Kann ich die? Können wir reden? Hallo? Hallo? Wo sind die Karotten? Excusez-moi? Hola? Konnichiwa? Wo sind die? Kann ich hier vielleicht irgendwie? Vielleicht hier. Vielleicht gibt es eine Vorratskammer. Nee, das sieht mir auch eher nach Klassenraum aus oder so. Sporthalle? Aufenthaltsraum? Ich dachte, ihr sagt mir Bescheid, wenn ihr in die Stadt fahrt. Oh Gott, wer bist du? Ich wäre gerne mal wieder einkaufen gegangen. Jetzt sind die Geschäfte natürlich zu. Ja. Gleich so passiv-aggressiv. So, ja. Also, ich wäre auch gerne mal einkaufen gegangen, aber jetzt sind ja die Geschäfte zu. Aber schon okay. Ich bin das ja von euch gewohnt, dass ihr mich nicht mitnehmt. Wer ist denn das? Und warum so zickig, du altes Blondchen? Hey, wie sieht sie denn überhaupt aus? Was sitzt sie denn so rum mit ihrem... Was hat sie denn überhaupt für lange Haare? Was ist denn... Und diese Kette? Und warum... Leute, wenn ihr wisst, wer das ist, Kommentare. Und wie komme ich jetzt an die Karotten ran? Fragen über Fragen. Das ist ein Mysterium. Drei von der Tankstelle. Das sind Schuluniform-Jeansen übrigens. Also die müssen alle dieselbe Jeans tragen. Die haben nur eine. Was ist hier los? Gärtnerei Blumenschön. Sucht Schüler zum Unkrautjäten. Aha. Babysitter gesucht. Einmal die Woche. Wer hilft unsere Omi beim Einkaufen? Zeitungsboot. Ah, kann ich hier Geld verdienen? Bei den vielen Schularbeiten zurzeit wäre es ganz schön schwierig, auch noch einen Job zu haben. Schularbeiten? Ihr chillt irgendwie auf einer Weide und füttert Pferde, die euch nicht gehören. What? Bei den vielen Schularbeiten zurzeit wäre es ganz schön schwierig, auch noch einen Job zu haben. Okay, wir rufen mal die 1. Kann ich bitte? 1, 1, 0. Hallo? Hallo, sei die Polizei, ich möchte gerne was melden. Es sind 3 Schülerinnen ausgebrochen aus dem Internat, die treiben sich auf Weiden rum und belästigen meine Pferde. Ja, Hausfriedensbruch, können Sie mal einsperren? Wie, die sind schon eingesperrt im Internat? Ja, können Sie nicht im Internat nochmal weiter einsperren, in so eine Zelle oder so, in so ein Zimmer? Die haben schon ein Zimmer mit einem Internat. Ja, können Sie vielleicht im Internat, im Zimmer, in den Schrank sperren oder so? Damit Sie irgendwo... Ich will, dass Sie eingesperrt sind. Diese Görn. Fimmeln einfach hier meine Pferde an auf der Koppel. Weg bin? Ja, tut doch hier nichts zur Sache. Ich klicke jetzt mal auf. Wiederhören. Ich hab Wiederhören gesagt.